Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder eine neue Folge von Global News. Und wo wir heute unterwegs sind, das zeigen wir nach dem Intro. Global News jetzt mit einer Doppelfolge. Ich bin an einem besonderen Ort und der Till ist an einem besonderen Ort. Und jetzt rufe ich ihn an und dann gucken wir mal, erzählen wir mal, was denn da so besonders dran ist, wo der Till ist. Bin mal gespannt. Ah, es klingelt schon. Mal gucken, was passiert. Geht er ran? Hi, hi. Hallo, Till. Grüß dich. Na, Servus, Sascha? Till. Wo bist du denn? Ja, ich sitze auf Texel. Texel, das ist Holland. Das sind die Niederlande, richtig. Das sind die Niederlande, genau. Und ich bin am Chiemsee. Bei mir sieht man im Hintergrund schon den Chiemsee. Bist du am Strand oder wo bist du gerade? Ja, ich sitze hier gerade am Strand und hinter mir sieht man den Leuchtturm. Ach, wie schön. Schön. Ja, herrlich. Was machst du so auf Texel? Erzähl mal ein bisschen. Ja, wir haben Campingurlaub gemacht. Ah. Hier gibt es den, glaube ich, schönsten Campingplatz der Welt. Natürlich. Ja, natürlich. Wenn ich da bin, sowieso. Ja. Und ansonsten, ja, wir haben heute ein bisschen bedecktes Wetter, wie man sieht, und wir machen Sightseeing quasi. Wir waren heute schon in der Hauptstadt von Texel, in den Burg, da war Markt. Wie heißt denn die Hauptstadt von Texel? Den Burg. Den Burg? Ach, den genau. Den Burg wahrscheinlich. Genau, den Burg. Ja, ja. Genau. Und haben uns da den Markt dann angeschaut. Dann waren wir schon hier im Naturschutzgebiet, das Lufter. Das ist so ein natürliches Einspülgebiet quasi für die Flut, was noch hier gibt. Das haben wir uns schon angeschaut. Ja, am Flughafen waren wir, das heißt hier Fliechfeld. Fliechfeld, natürlich, ist ja klar. Ist klar, ne? Ja, und nachher geht's nochmal an den Hafen. Sprichst du eigentlich Holländisch? Nein. Ich kann zwei, drei Brocken. Ich habe irgendwie mir mal so eine App runtergeladen und wollte das gerne lernen, aber ich habe es irgendwie zeitlich nie hinbekommen. Ganz wichtig ist ja Godverdomme. Was? Godverdomme. Ach so, also, das sind sicher wieder Schimpfwörter, die du da kennst. Naja, es ist Gottverdammt. Und dann gibt es noch Nöke nicht bezahle. Das kennst du wahrscheinlich. Das kenne ich, ja. Ja, natürlich, als Zechbrille, als Alter. Ja, und da gibt es noch ein Hale, zwei Petale. Ja, ja, das ist auch immer gut. Ja, genau. Ja, und all den Quark. Ja. Naja. Wie groß ist ein Texel eigentlich? Wie lang fährt man denn da drüber? Ist 25 Kilometer lang und etwa 12 Kilometer breit. Ach, ist ja nur so mini. Das ist richtig mini, ja. So groß, aber sehr schön. So groß ist ja im Prinzip jetzt so der Chiemsee, wo ich jetzt gerade bin. Ja, jetzt zeige ich es mal, jetzt fange ich mal an zu zeigen hier. Zeig ja, der mal. Chiemsee, ich bin ja gerade so auf so einem Anlegesteg, das Boot ist gerade eben weggefahren. Und der Chiemsee ist im Hintergrund zu sehen. Und da hinten irgendwo, da ist so ein kleiner Badestrand, da werde ich mich gleich niederlassen. Und da gibt es auch eine geile Rutsche, da mache ich mich auch gleich runter. Und der Chiemsee, also hier, wir haben überhaupt nicht bedecktes Wetter. Hier ist richtig, richtig geil, sage ich dir. Gutes Wetter. Ich muss sogar mal die Brille anziehen, weil das ist echt, das blendet mich total. Ja. Und ich muss sagen, hier am Chiemsee sind ja, das sind ja direkt, hinten dran sind ja, das zeige ich jetzt mal, hinten dran sind ja direkt die Berge da zu sehen. Ne? Hier, da sind die Berge, das ist der Hammer. Also wirklich, muss ich sagen. Also auch eine richtig schöne Aussicht. Richtig schöne Aussicht, richtig geiler Tag. In unserem Leben ist ja jetzt gerade Montag, ne? Ja. Und deswegen richtig. Ist, also bei mir ist nicht viel los. Ja. Bei dir voll oder? Ja. Nö, eigentlich nicht. Also Nö. Ich kann mal so ein Stückchen drehen. Hier ist eigentlich am Strand kaum was los. Ja. Bist du gerade oben ohne? Ich? Nein, natürlich nicht. Ach, schade. Das würde ich doch jetzt den Zuschauern nicht zumuten. Na, nein. Komm, du bist doch jetzt im Training, hab ich gehört. Ach so, ja. Ja. Du verfolgst das, ich merke schon. Natürlich, aber, sag mal, und sein Vlog. Ja, wenn du jetzt hier schon gefragt hast, sprichst du denn auch Chiemseeisch? Ja, ist ja Deutsch. Ach! Ja. Puh, wer hätte das gedacht? Aber das alte Chiemseer Hell, das ist ja eigentlich die Sprache, die hier gesprochen wird, und die kann ich perfekt, da habe ich einige Liter schon weggehauen.
Ah, super. Heute schon. Ja, heute noch nicht so ganz, nee. Aber kommt noch. Kommt wird noch. Wird noch. Ja. Na gut, dann wünsche ich dir da mal noch eine gute Zeit. Ja, ich dir auch. Das war eine neue Folge von Global News. Shoki Banuki zeigt euch die Welt. Und Till ist mittendrin und ich natürlich auch. Bis zur nächsten Folge. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.